Hallo, was machen Sachen? Willkommen zu Fears of the Tomb 2. Wir sind heute mal auf Roadtour, nachdem wir zu Hause alleine überlebt haben. Das ist jetzt Kapitel 2. Wenn ihr Kapitel 1 sehen möchtet, ich habe es in der Videobeschreibung für euch verlinkt und noch ist noch meine Infokarte, da könnt ihr euch das angucken. Müsst ihr aber nicht, es hat storytechnisch rein gar nichts miteinander zu tun. Und wir schauen mal, was Fears of the Tomb 2 jetzt auf unserem Roadtrip uns zu bieten haben. Was für seltsame Ereignisse wir erleben werden. Ich wünsche euch viel Spaß und gutes Gruseln. Episode 2. Nordwood Hitchhike. 16. Juni. Ich hoffe, wir sind jetzt kein 40-jähriges Kind. Das wäre ein bisschen komisch. Oh, es passierte, es ist 19. Und wir sind schon jetzt 5 Jahre älter. Ich bin jetzt etwas älter als 21. Also 22. Sehr klar erinnern, weil ich mich gefürchtet hatte. Zuerst traute ich mich nicht, die Geschichte im Internet zu erzählen. Aber vielleicht hilft es, sie zu teilen, auch wenn nur wenigen. Okay. Ich bin einer dieser Typen, die Game Conventions lieben. Ihr same hier. Wenn ich die Möglichkeit habe, gehe ich zu jedem Event. Manchmal traf ich sogar ein paar meiner Online-Freunde. Meine Eltern waren nicht sonderlich begeistert von der Idee, dass ich auf einer Autobahn fahre. Aber ein Flugzeugticket wäre zu teuer gewesen. Das Event, an dem ich teilgenommen hatte, lief großartig. Und nun war der Tag gekommen, um nach Hause zu fahren. Als ich losgefahren bin, bemerkte ich jedoch, dass der Verkehr schlecht war. Ich entschied mich, den längeren Weg zu nehmen und ein Ver um die Verkehr um den Verkehr zu umfahren. Also es gab Stau und es war das lang gefahren. Ihr Steuern zahlen kann auch sehr gruselig sein. Die Fahrt dauerte etwa über 12 Stunden. Uiuiui. Es ist eine lange Fahrt. Sicher, dass das Fahren dann günstiger war wie ein Flug? Ah, wir können fahren. Muss man so gerade ausdrücken. Ich kann nicht schreiben, ich bin am Fahren. Mal kurz parken. Was hat er denn geschrieben? Ah, okay. Du hast angerufen. Ich glaube, ich gehe diesen Convention. Darf ich Auto für 5 Tage ausprobieren? Bitte. Mit wem? Adrian. Dieser Internetfreund? Er ist ein netter Typ. Nein! Du willst nicht 10 Stunden alleine fahren. Gut, schon entschieden. Ich werde dich fahren. Wieso verstehst du mich nicht? Lass uns raus, wenn ich zu Hause komme. Vorsichtig, Holly. Vergiss nicht, mich hinzurufen. Alles klar. Anruf. Noch was? Fahr jetzt. Fahr vorsichtig. Digga, ich stehe hier und lese gerade. Ich kann es nicht. Okay. Wir sind gestorben, weil ich lesen wollte. Wir müssen uns vielleicht eine Parklücke suchen. Uns einer hinten drauf gefahren. dass das am Ende doch so real wird, das Spiel hätte ich jetzt nicht vermutet. Ich dachte, ich kann ja aber stehen bleiben. Ich habe jemanden angehalten beim Lesen. Kann ich irgendwie überspringen? Ich will wissen, was die Leute mir schreiben. Das ist vielleicht wichtig für den Plot. Mal gucken, ob wir einen Parkplatz finden, da können wir die andere Nachricht auch lesen. Adrian. Ich vergesse das eh gleich wieder. Fahr doch mal auf dem Gegenverkehr, was soll schon schief gehen? Zu sterben in kurzer Zeit. Ich hatte das eigentlich nur als Scherz gemeint. Wir fahren auf der anderen Seite. Das war so nicht gemeint. Das wollte ich nicht. Wie soll ich meinen Mund halten? Wenn man einen Scherz machen will und er auf eigene Kosten geht, weil man was Dummes tut. Ich glaube, André ist viel ungefährlicher, als ich es bin hinterm Steuer.
Ich habe bestimmt André getötet. Aus Versehen im Unfall. Es war nicht mit Absicht. Ich konnte ja nicht enden, dass er in einer Sackgasse vielleicht eine Klippe kommt. Oder eine Mauer. Okay, wir fahren jetzt vernünftig. Wir halten uns an die Straßenregeln und fahren nicht auf die andere Seite und wir halten nicht einfach an. Wir sind jetzt ein normaler deutscher Bürger und fahren normal, wie sie es gehört. Der Straße. Kannst du dir nicht ausdenken. Steuern ist halt auch hier nie so einfach. Ja, schön ausweichen. Ich kann uns reinfahren. Ich muss mich konzentrieren, hör auf mir zu schreiben. Wir werden doch bestimmt irgendwo einen Parkplatz finden, wo wir die Uhr lesen können. Wir müssen tanken. Hat jemand ein Tankstellenschild gesehen? Ich glaube, wenn ich mich hier hinstelle, fährt mir trotzdem hinten einer rein. Müssten wir eigentlich machen. Aber hier gibt es bestimmt irgendwo eine Tankstelle. Wir müssen ja tanken. Ich hoffe mal, das Spiel gibt uns eine Tankstelle. Wie weit können wir fahren ohne Tank? Oder mit Reservetank? Oh, da läuft einer. Na, geht mit in das Spazieren. Ach, guck mal, Tankstelle. Kann ich hier? Wir fahren vielleicht nicht in das andere Auto. Wir fahren hier zum Tanken. So, jetzt lesen wir erstmal die Nachrichten. Okay, ich fahre jetzt. Fahr vorsichtig. Wo bist du? Unterwegs. Noch etwa 6 Stunden. Steck im Stau. Wir sind mitten im Wald. Ich glaube nicht, dass hier Stau ist. Ich habe dir ja gesagt, dass du einen Flug nehmen. Vielleicht, wenn du zurück bist, hoffentlich geht es dir gut. Okay, was hat Andrea geschrieben? Discord, wir haben die, also melde mir, ob ich das Auto bekomme. Ich sage Bescheid. Okay, Plan steht auf jeden Fall. Yep, big girl. Ah, jetzt endlich mal ein Mädchen. Okay, das passt ja dann. Ich bin auch ein Mädchen. Bist du sicher, dass Ash nicht kommen kann? Okay, ich werde das Skateboard mitnehmen. Hab dort einen coolen Skatepark in der Nähe. Klingt lustig. Discord, wo bist du? Fast da, ich sehe dich nicht. Physisch Shirt. Es macht Spaß, ich hatte gute Zeit. Danke dafür. Okay. Also mir hat André schon nach Hause gefahren anscheinend. Bist du sicher, dass du den ganzen Weg zurückfährst? Hab erzählt, keine Wahl. Hätte morgen früh fahren können. Ruf mich an, wenn du so Höhle zurück bist. Okay, Leben sein, ganz mal. Steckt geblieben, großer Stau, ganz mies. Ist auch, ich glaube, es ist Leute von Conventions. Es reicht, nimm mal eine andere Strecke. Du musst tun, was du tun musst, okay? Wir haben ein Achievement dafür bekommen, dass wir den ganzen Käse lesen. So. Jetzt müssen wir tanken. Kann ich hier tanken? Stehe ich zu weit weg? Ans Auto? Ne, dann sitze ich wieder im Auto. Das ist ja nicht das, was ich will. Ich will tanken. Muss ich reingehen und mir ein Ticket holen fürs Tanken? Oder wie funktioniert das hier? Weil ich stehe zu weit weg vielleicht. Aber ich bezahle einfach und fahre dann weiter. Oh, hallo, mein Freund. Ich hätte sie beinahe umgerannt. Kann man einen Kaffee ziehen? Und ich will Snickers. Cola? Haben wir Snickers? Oder hier? Also Schokoriegel? Orangensaft. Ja, aber was Süßes. Komm, wir nehmen uns unseren Schoko. Ja, noch ein bisschen Schokolade, ein bisschen Nervennahrung. Oh Gott, das ist mir nach der Spätschicht mal passiert. Da ging jemand kurz nach Mitternacht noch spazieren. Komplett schwarz. Ui. Wir brauchen. Wir essen den Schokoriegel. Nom, 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 nom. Wir essen in dem Laden. Gar nicht sass oder so. Oh, ich kann mit dir sprechen. Wie läuft ihre Nacht? Digga, was willst du von mir? Lass mich in Ruhe arbeiten. Okay. Wo müssen sie hin?
Wie ist Ihr Alibi? Okay, ich frag die Leute einfach. Sagen wir hier, kann ich mir eine Flasche nehmen? Ja. Okay, die will ich doch nicht haben. Kann ich mir irgendwas anderes nehmen? Hier so ein bisschen Milch. Milch beim Autofahren, das ist doch ganz gut. Ich hoffe, wir sind nicht laktoseintolerant. Oder wollen wir uns ein paar Chips nehmen oder sowas? Nee, ich nehme die Milch. Ich hätte gerne diese Milch und würde gerne tanken. Ich habe es nicht gebraucht. Aber dann halt nicht. Ich werde es mit der Tresen. Oh. Okay. Nee, Dame. 10 für 2. Mit 10 kommst du, glaube ich, gar nicht so weit. Gehen Sie alleine zur Brücke? Ich fahre die Brücke. Gerade meine ich, die nicht vielen Leute machen sich zu dieser Zeit dieses Jahres auf den Weg dorthin. Wieso? Ist da ein Troll unter der Brücke? Was meinen Sie? Seit einem Jahrzehnt sind hier draußen viele Leute verschwunden. Ja, das passiert in welligen Gegenden doch öfters mal, dass Leute verschwinden. Sie sind nie wieder heimgekehrt. Sagen das nur. Monster sein, Stücke gerissen. Ja, ich glaube, da gibt es auch jede Menge wilder Tiere und noch wilder Menschen. Da ging einer draußen in der Nacht spazieren. Wer weiß, was der tut. Vielleicht verscheppert er gerade jemanden. Ich will auch den nächsten Auftrag haben. Kann ich die Toilette benutzen? Die ist nicht sauber. Okay. Nein, halt nicht. Der hat keinen Bock auf uns. Noch eine Sache. Okay. Gut. Halten Sie nicht an. Warum? Oh, okay. So eine Geschichte ist das also. Ich habe ihr aber nichts getan. Ich bin auch eine Frau. Nicht so. Wisst ihr, wen wir unbedingt auf jeden Fall mitnehmen müssen? Eine Frau in einem schwarzen, nee, in einem weißen oder einem braunen Kleid? Die müssen wir unbedingt mitnehmen. Will er wissen, was passiert? Ah, ey, das ist mein Auto. Geh weg da. Oh, guck mal, Mom hat uns angerufen. Holly, Mama, ich weiß nicht, ob du so spät in einen Laden findest, aber wir haben kein Hundefutter mehr. Kannst du das für Milo holen? Ich zahle es dir zurück. Okay. Kann ich bei dir auch noch was für den Hund kaufen? Hat der Hundefutter? Sieht irgendwas danach nach Hundefutter aus. Können Cornflakes kaufen. Ah, guck mal. Hundefutter. Ich hätte gerne Hundefutter. Bezahlen. Dann hättest du auch einen weiteren Geist geschaffen, den Matsch gemacht hättest. Ja, manche Leute sind halt, die haben noch nie was von Verkehrssicherheit gehört. Wir haben ja auch so Leute, die halten auch Verkehrsregeln mehr so für Vorschläge. Und nicht Sachen an, die man sich halten müsste. Machen wir das in den Kofferraum. Ich glaube, das ist so richtig. Okay. Warte mal, haben wir jetzt getankt? Es ist ja noch rot. Muss ich jetzt noch tanken? Ist ja noch rot. Aber Zapfsäule 2, was sind die 2? Muss ich jetzt da hinfahren oder kann ich einfach anklicken? Okay, ich habe mein Auto zu weit weggeparkt. Gut. Kann ich nicht rückwärts fahren? Nein, nicht aussteigen. Ich will rückwärts fahren. Ah, ich muss es erst starten. Ich muss erst vorwärts drücken zum Start und dann kann ich rückwärts fahren. Schulterblick ist auch für Anfänger. Rückwärts gucken auch. Kriege das hin.
Meint ihr, das ist nah genug? Ich glaube, so kann ich stehen bleiben, oder? Das ist doch 1A. Ich habe doch vernünftig geparkt. Na, bei uns. Ja, bei uns auch. Der Tank ist auf. Der heißt für 10 Dollar nicht aufgefüllt. Was geht denn in ein Auto rein? Oder ist es. Oder ich will da auch tanken, weil das ist da schweinegünstig. Muss ich hier nur wieder rauskommen. Wenn ich wiederkommen müsste, Karre Schrott. Ich habe auch hier keine Bremse. Ich kann nur vorwärts und rückwärts fahren. Kann ich bremsen. So, komm, die Kurve kriege ich. Weiter geht's. Juhu, yeah. Zurück auf der Straße. Gleich wieder Unfall bauen. Kann ich! Bin am Auto fahren! Wir müssen gucken, ob wir einen Mitfahrer kriegen. Wenn ich überhaupt in dem Dunkeln was erkennen kann. Ja, super! Unser Licht ist kaputt. Und nu? Wir fahren einfach ohne, weil ich weiter beatme der Licht. So, bis jetzt entspannte Fahrt. Kann man mal machen. Oh, ich glaube, unser Auto ist kaputt. Ich habe es kaputt gemacht. Sollen wir auf der Straße? Nö, können wir drüber fahren. Oh, da ist noch ein Auto. Wir dürfen nämlich nicht hinten drauf fahren. Oh, das ist ungünstig. Gerade in der Kurve. Wir haben zum Glück ein Auto vor uns. Das verschwindet doch bestimmt jetzt nicht. Ich habe keine Ahnung, wo ich fahre. Ich hätte gern Licht. Ich kann so ein bisschen erahnen, wo die Straße ist, weil da keine Bäume sind. Mein Strom ist alle. Oh, ein Glück, ist die Kurve jetzt angegangen. Ich bin ein bisschen Geisterfahrer. Ich weiß nicht, ob wirklich Monster die Gefahr auf der Straße sind, ob ich das nicht zufällig bin. Was ja am gefährlichsten auf der Straße rumfährt. Vielleicht geht da bitte das Licht aus, ne? Hey, unser Strom geht anscheinend wieder normal. Wir haben die Brücke erreicht. Ne, war es eine Brücke oder eine Höhle? Eine Brücke war es. Hier müsste doch irgendwo jemand sein, den wir mitnehmen sollen. Und dann sind wir schon vorbeigefahren. Ich habe ihn aus Versehen einfach nicht hier gesehen. Sau. Kein Wunder, dass das Auto nicht geht, wenn ich überall dagegen dutz. Das Auto hört sich nicht gesund an. Oder das Radio vielmehr. Ah! Junge, was ist das für eine Straße? Im Moment haben wir keinen Gegenverkehr. Da steht ein Auto. Hätten wir da anhalten sollen? Mal fragen, ob er ein Problem hat? Oh nein, Problem ist hier nicht überfahren. Das tut schon ein bisschen in den Ohren weh. Okay. Das ist schwierig. Die Straße ist blockiert. Warte mal, was hast du denn geschrieben? Autobahn.
Ja, das kommt, glaube ich, auf die Tankstelle drauf an, dass man dann halt einen Nachtschalter oder sowas hat. Ja. Na, hier können wir auf jeden Fall nicht lang. Kann ich die weghieven? Oh, die sind stark hier. Wir schieben einfach so einen ganzen Baum zur Seite. Junge, ich sag doch, wir sind das Gefährlichste auf der Straße. Wir schieben hier einfach so einen fucking Baum zur Seite. Und wir schieben ihn zweimal zur Seite. Muss ich draufhalten? Ist das weit genug jetzt weg? Okay, geht doch. Weiter geht's. Komm schon. Kann ich das Radio nicht ausschalten? Komm, spring an. Geht doch. Hallo, willst du auch? Nee. Das Auto ist kaputt. Ich hab's kaputt gemacht. Kann ich vielleicht unter die Motorhaube gucken? Es sind Kabel durch. Ah, guck, muss ich sogar tun. Kommt hier. Meister, du sollst nicht einsteigen. Du sollst unter die Motorhaube gucken. Hier. Lass mal den Meister ran. Du sollst dich nicht einsteigen. Du sollst die fucking Motorhaube gucken. Und jetzt stehe ich davor. Wenn ich anklicke, ich muss drauf gucken. Okay, ich muss mein Auto angucken, um es ganz zu machen. Habt ihr auch aufgepasst? Ihr müsst euer Auto lange genug angucken, dann funktioniert es auch wieder. Kann ich jetzt fahren? Nee. Halt an! Ey! Pure Böse. Ja, der hat mich umgefahren. Wir werden den anderen auch stehen lassen, also beschwer dich nicht. Und nun? Muss ich weiter angucken. Ja. Vielleicht hätten wir dem anderen helfen sollen. Vielleicht hätte er uns dann auch geholfen. Ja, ich glaube, ja, der eine Typ, der da weggegangen ist, der hat unser Auto kaputt gemacht. Und nun? Wird dunkel. Das Auto wird nicht ganzer. Ich kann mich nur ins Auto setzen. Oh, er hält an! Mein Freund, entweder bringst du mich um oder machst mein Autostart klar. Eins von beiden. Kann ich nicht irgendwie schneller laufen? Hier, Kollege, ich habe hier ein Problem. Vielen Dank fürs Anhalten. Der das meinen Wagen gerade den Geist abgegeben hat. Ich kann keine Hilfe rufen, habe keinen Empfang. Kann ich mitfahren? Das ist eine gute Idee. Nur die Straße hoch, den nächsten Stopp, ich will Hilfe rufen können. Ja, mit nächsten Stopp. Steig ein. Yes. Das ist auch nicht. Das kann auch nicht schief gehen. Nach hinten, ich werde nicht lange hier sein. Ich muss Hundefutter mitnehmen. Ich habe nicht gelesen. Gepäck. Achso, wir haben alles. Gut, dass ich fahre. Ich würde einfach zu Fuß gehen, egal ob einhören.
Ich würde auch nicht einsteigen. Hä? Das Zeug ist drinne. Oder muss ich ihn fragen? Ich bin fertig. Okay, ich musste ihn fragen. So einfach war's. Kann losgehen, Günther. Sag mal, wo sitze ich denn auf dem Sitz? Willst du mir also nicht sagen, wer du bist oder wo du hin möchtest? Das würde ich lieber nicht sagen wollen, dass in Ordnung ist. Wohne nicht weit weg von hier. Ich bin nach Hause gefahren. Bei mir kaputt gegangen. Jason, was? Ich heiße Jason. Schön, dich kennenzulernen, Jason. Bitte bring mich nicht um. Hast du wirklich Glück, dass ich heute Nacht in dieser Seite der Stadt sein musste? Hab ich das? Und sagen, du bist eine mutige junge Frau. Wieso? Hast du irgendeine Ahnung, was mit deinem Auto da hinten passiert ist? Ich denke, lag an der Batterie. Ist ein altes Auto. An der Batterie. Es ist schon ziemlich alt. Ich lag ihn K.O. Das ist jetzt unser Auto. Ja, GTA. Also, was denkst du über das, was er dir damals an der Tankstelle gesagt hat? Der redet, als wäre das schon Jahre vorbei. Das ist vielleicht eine Stunde her. Ich habe nicht zugehört. Er hat mir wirklich Angst gemacht. Das war lustig. Interessant. Wie man ja so ein schönes Blondchen-Blödchen aus der Stadt. Der erzählt, dass jedem hier herreist. Okay. LMB. Linke Maustaste wahrscheinlich. Also ist das wahr? Was ist Monster? Ich selbst habe es nie gesehen, aber das sind ein paar Dinge. Und ich befürchte, das Kaputtgehen deines Autos könnte eins von ihnen sein. Hey, hör zu. Ich möchte nicht wie ein Idiot klingen, aber merk dir das. Wenn du sie nicht störst, bist du auch nicht gestört. Okay. Klingt nicht sonderlich beruhigend, finde ich. Als ich mich vorhin wie ein Trottel dir vorgehalten hatte, ich habe es nicht so mit Menschen. Ja, passiert. Na, ich gucke ein bisschen. Lalala, die Landschaft ist so schön. Wie meines Auto ganz. Wo landen wir? Jetzt landen wir irgendwo in einem Pfälzerkeller oder so. Nur 08. Geist der Stunde. Nachdem wir kurz gesprochen hatten, ließ er mich in mein Motel aussteigen. Anscheinend haben sie eine Pannenhilfe angeboten, aber ich dachte mir, dass ich gleich eine Pause vertragen könnte. Sei vorsichtig dort draußen. Es sind alle Arten von Menschen, sagt er ernsthaft und dumm. Okay, wir haben es immerhin bis hierhin geschafft. Das bis jetzt läuft doch ganz okay, würde ich mal sagen, für uns. Hallo, ich möchte ein Zimmer buchen. Ja. Brauchst du ein Zimmer für die Nacht? Ja. Was kostet das? 40, geht ja eigentlich. Nur Bargeld. Okay. 9. Direkt hier drüben. Rede über das Auto. 90 Euro, Tommy. 90 Euro ist halt auch scheiße billig. Der wird nie im Leben das Auto für 90 Euro reparieren. Noch eine letzte Sache. Versuch, die anderen Gäste nicht zu wecken. Sie würden nicht gut darauf reagieren. Ja gut, das ist generell. Freunde, wisst ihr, was wir tun? Wir gehen die Nachbarn nerven.
Das ist ein Zettel. Wenn ich vielleicht von der anderen Seite lesen, dann kann ich ihn auch lesen. Was do not approve occupation? Soll mir das was sagen? Ich weiß ja nicht. Okay, wir können hier Süßkram kaufen, Cola kaufen. Wir gehen erstmal in die dunkle Gasse und gucken, was hier hinten los ist. Hier wäre ein Sicherheitsspeicher oder sowas echt nice. Falls wir wirklich sterben, wenn wir die Nachbarn nerven. Wir könnten nicht einfach in irgendeinen Raum gehen. Okay, es lässt es uns nicht zu. Wir gucken aber trotzdem, vielleicht sehen wir ja irgendwas. Kann ich hier durch so einen Spicker gucken? Bin zu klein dafür. Wie im echten Leben. Oh, die 4 ist auf. Oh, ich kann nicht spicken. Kann nicht spionieren. Nicht schade. Allein meine Bremsen haben 300 gekostet. Ja, eben. Für 90 Tacken reparierte nicht das Auto. Nicht mal die Batterie kriegst du für 90 Euro. Kann ich denn dieses unauffällige, total verrostete Türe nutzen? 5 ist nix. 60 ist nix. Das Fenster auf? Nee, das sah nur komisch aus. 7. Achso, wir haben ja die Mama noch gar nicht. Okay. Ist nicht angekommen. Vielleicht muss ich heute Nacht in einem Hotel übernachten. Okay, es kam nicht an. Was hat die Mutti? Was haben wir? Hundefutter holen. Überraschenderweise gab es Hundefutter bei der Tankstelle. Das Geld musste ich noch zurückgeben. Es ist nicht abgelaufen, oder? Holly? Holly, Holly, was ist mit dem Hundefutter? Wo bist du? Dein Vater ruft mich an. Ich hab keinen Service. Tut mich leid. Haben Mülleimer gefunden. Und eine Decke, falls uns kalt wird. Die 8. Oh, guck mal, wir haben sogar einen extra Stuhl. Wir gucken aber trotzdem noch weiter, was bei der 10 und bei der 11 los ist. Da hinten ist doch noch eine 12. Gibt es noch ein Zimmer Nummer 13? Nee, Zimmer 13 gibt es nicht. Schade. Gut, dann gehen wir erstmal in unser Zimmer. Wir kennen das leicht am Stuhl. Gemütlich. Wir haben nicht mal eine Matratze gekriegt. Was soll das denn? Wir haben keine Matratze. Ist ein bisschen unbequem. Wir haben unsere Matratze geklaut. Das war bestimmt der aus der Nummer 4. Ich schlafe einfach im Schrank. Und ich habe ein Bügelbrett. Das Wichtigste habe ich. Ein Bügelbrett ist da. Weiß zwar nicht, wofür, ich habe sogar Seife. Seife ist da, ein Handtuch ist da, ein Waschbecken ist hier eine gute. Ach, Kollege, schreck mich doch nicht so. Was willst du hier? Was machst du hier? Hier schlafen vielleicht. Das sollte ich nicht. Ich habe das Zimmer gekauft. Vom Zimmerservice. Ja, ein Broadway Hotel, deinem schönen Zwischenstopp. Das glaube ich dir nicht. Sach geputzt. Mal gegeben. Hehe. Ich muss dich darum bitten, rauszugehen, während ich das Zimmer mache. Okay. Du hast meine Matratze geklaut, gib's zu. Oder ein Zeug. Ich weiß, ich vertraue dir nicht. Du guckst schon so komisch. Er hat meine Matratze geklaut. Wo waren meine Sachen? Wo war der Eingang? Da ist der Automat, da hinten war der Eingang. Hat der Typ mich erschreckt. Hier, mein Freund, wir müssen mal ganz dringend über euren bescheidenen Zimmerservice reden. Der Dude ist immer noch bei mir drinne und hat meine Matratze geklaut. Das gibt's ja nicht. Ich möchte mein Geld zurück. Kann ich eigentlich mit dir drüber reden? Ist er das? Okay, das ist ihm egal. Das ist ihm vollkommen egal. Hab nur 2 Hände.
Ja, der hat garantiert am Reiniger. Das sehe ich auch so. Mindestens hat er am Reiniger geschnüffelt. Ach, guck mal, er hat eine ganze Matratze hergebracht. Wo hast du die denn her? Die war nicht in der Badewanne. Gesprochen. Okay, was ist falsch mit diesen Leuten? Knall. Mach dir keine Sorgen, hier ist es sicher. Ich hole dein Auto. Das Telefon des Zimmers funktioniert nicht. Wenn du irgendwas brauchst, frag einfach beim Empfang nach. Wir haben versucht, es zu reparieren, aber wir haben derzeit nicht genug Gäste, dass es sich lohnen würde. Ich dir. Okay. Ja, sehr suspekt, sehr suspekt. Er hat eine Matratze aus dem Nichts erschaffen und kann die Telefon nicht hier reparieren, aber mein Auto. Und das für 90 Tacken. Ich weiß ja nicht. Und wichtig, dass ich das Hundefutter mitnehme. Was soll der Hund sonst machen ohne sein Hundefutter? Ich werde wegen dem Hundefutter draufgehen. Oh, ich laufe seitlich, laufe ich schneller wie vorwärts. Mein großer Fernseher. Mal schnell checken. Hat er die Matratze hier hinten versteckt? Wo hat er die Matratze her? Die muss hier gewesen sein. Oder hier. Ne, hier war ich ja drin. Die muss im Badezimmer gewesen sein. Ich laufe jetzt seitlich. So. Mal die Tür zu. Machen wir eine Kerze an und zünden die Bude an. Guck mal ein bisschen Fernsehen. Wusch. Okay, das Telefon ist echt tot. Leg auf. Oh, ich kann looken. Looky, looky. Können wir irgendwas sehen? Nö. Sehr unspektakulär. Oh, schon vorbei? Schlafen. Auch schön gemütlich so mit dem Koffer auf dem Bett. Nutzt da gerade jemand mein Badezimmer und pullert? Ich will den Telefonton doch mal hören. Ich kann auch nichts machen. Im Fernsehen kann ich auch so einen anmachen. Immerhin habe ich hier eine Fernbedienung. Da stand jemand vom Fenster. Okay. Ah, jetzt kann ich auch aufstehen. Ich musste erst den Dude am Fenster bemerken, dass ich aufstehen kann. Gut. Es hat sich so angehört, als würde hier jemand nämlich pullern. Nicht Hochspülung betätigen? Nee. Kann ich mich drin verstecken? Hier wird mich niemand finden. Okay. Das ist schlecht, wenn man mich hören kann. Tu mal mein Mikrofon etwas zur Seite, dass ich nicht so davor stehe und so laut bin. Jetzt müssen wir schauen. Ich will mich beschweren gehen. Ich hatte jemand vom Fenster stehen, warst du das? Okay, das interessiert dich kein Meter. Ich muss jetzt den Mann finden am Fenster oder wie ist das geplant?
Sollen wir einfach noch mal schlafen? Ich lege aber mein ganzes Zeug. Ah, es funktioniert nicht so wirklich. Wollt ihr nicht mehr schlafen und Kaffee machen? Ah, okay. Wir müssen Kaffee trinken. Ich mache die Tür einfach durch den Koffer. Ja, eine Brechstange kann wirklich sehr nützlich sein manchmal. Kaffee wollten wir. Kaffee. Geht auch eine Energy? Irgendwo war noch ein Energy-Drink. Energy-Soda kaufen. Verbrauchen. Ach, da ist ein... Nee, ist ein Trinkspender. Wollte es nicht. Hast du Kaffee? Oh, ist okay. Ja, ich habe schon verstanden, wo mein Zimmer ist. Ich suche einen Kaffeeautomaten. Ein miserabler Service hier. Ich mache euch den Strom aus. Und das Kabel durchschneiden. Hier, Stromkasten. Mal. Knips! Hast du davon. Aber reicht die Energy? Weil hier ist nirgends eine Kaffeemaschine. Oder? Ist das eine Kaffeemaschine? Doch, das ist eine Kaffeemaschine. Espresso, Cappuccino, French Vanilla. Okay, die habe ich nicht. Ja, na, Espresso, das klingt doch gut. Ich glaube, Espresso ist gerade genau das, was wir brauchen. Den trinken wir auch direkt. Jetzt sind wir wach. Ich glaube, im Kaffee war was drin. Ja, aber direkt umgefallen. Wir sehen Lichter. Ich bringe mal auch selber was. Entweder war der Kaffee nicht gut oder gestreckt. Miau, 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 miau. Boah. Wer hat LSD bei mir in Kaffee getan? Ich kann ihn nicht lesen. Leg dich mal hin, mein Freund, dir geht's nicht gut. Deswegen war der Kaffee umsonst, ja. Der ist irgendwas drin im Kaffee. Ich glaube, das soll ich für den Vater mal mitnehmen. So mit dem den Kaffee mal anbieten. Ich meine, allein, dass dieser Kaffee aus diesen Maschinen eh schon eklig ist, aber was da jetzt noch Drogen drin sind, Ich weiß ja nicht. Ich würde den nicht ein zweites Mal trinken. Können wir den nochmal trinken? Ich denke, das Telefon geht nicht. Ist jemand davor? Ne, guck, geht nicht. Oh, ich kann immer noch nicht lesen, was da steht. Okay, es ist nicht mehr ganz so schlimm. Wir können uns normal bewegen. Keiner an der Tür. Das ist schon mal gut. Ich hoffe, die hören uns auch wirklich nur, wenn wir uns im Schrank verstecken und nicht generell.
Berührung etwas fernsehen. Keiner da! Ich versteck mich mal. Okay, verstecken war vielleicht nicht eine gute Idee. Okay, schick hier. Oh mein Herz. Oh mein Herz. Ich hätte vielleicht die Tür aufmachen sollen. Okay. Episode. Wir versuchen es nochmal. Ich war bei LSD, aber Crystal kann auch sein. Was auch immer ein Kaffee war. Das ist nicht gesund. Oder vielleicht hat schon Pilzkulturen angesetzt, der Kaffee. Also halluzinogene Pilze drin. Okay, ich darf die Tür nicht aufmachen. Kann ich ins Bad? Im Bad ist sicher. Da nicht. Noch ist keiner da. Hat da jemand geklopft? Ja, da klopft einer. Wer ist da? Joe, vom Empfang hier. Öffne die Tür. Öffne die Tür. Hi, Joe. Ich hab dir nichts ausdrücklich gesagt, dass niemand wecken soll. Hab doch nichts gemacht! Ich habe Beschwerden. Wozu nutzt du diese ganzen Geräusche? Mach keine Geräusche. Nur Sorge, dass es nicht so laut ist. Kaffeemaschine. Ihr habt irgendwas in den Kaffee getan. Nein. Wir haben keine Kaffeemaschine. Ja, da glaube ich auch. Juni, wir hätten ja wenigstens einmal nicht. Ja, ich weiß nicht, was bei dem abgeht. Ich hasse meinen Job. Ja, das fühle ich, Bruder. Mach wenigstens die Tür zu. Jetzt ist die Kaffeemaschine wirklich weg. Ja, lass dich nicht hetzen, Junge. Ich schlafe einfach auf dem Dach, ja. Er hat die Kaffeemaschine geklaut. Nee. Ist halt wirklich weg. Kann ich das Brecheisen nehmen? Die 4, in der 4 steht sie. Haha, dreh die rundherum. Ich schwöre Gott, dass sie hier war. Los geht's. Ich will aber nicht in mein Zimmer. Ja gut, es kann nicht schlechter sein wie der Kaffee. Kann nicht schlechter sein wie der Kaffee. Einfach mal hier die ganze Packung wegnehmen. Mach zu. Wir brauchen Wasser. Kann ich am Klo trinken? Okay. Hier kann ich nichts nehmen. Es ist auf jeden Fall nicht mehr im Schrank. So viel weiß ich jetzt. Es ist hier nicht drinne. Dann macht's ergo auch keinen Krach mehr. Aber wo ist es dann hin?
Ja, der hat ein Bad genommen und gegen die Tür geklopft oder so. Keine Ahnung. Na gut, wir müssen nochmal Wasser holen. Der Automat war... Der war hier vorne, glaube ich, an der Rezeption direkt. Unterm Bett. Ja, kann sein, aber ich kann nicht unter das Bett gucken. Ich kann ins Bett gehen. Wasser doch aus. Oder hier. Ah, guck mal, da am Waschbecken. Ja, wozu auch Cola trinken, was besser schmeckt, wie das Wasser aus der Leitung. Wer weiß, was da in den Rohren ist. Und haben wir wieder verzerrte Sicht? Nee. Gehen wir jetzt einfach in die Haie. Und jetzt? Fernsehen gucken. Ich hätte aber lieber Spider-Man geguckt. Okay. Schlafen war nicht das, was wir machen sollten. Anrufen können wir auch nicht. Rausgehen geht auch nicht. Sollen wir aufs Klo gehen? Oh, Diggi! Wo kam das Foto her? Da hinten. Freundchen! Boah, ich kann nicht rausgehen. Kann ich hier die Bilder abhängen? Weil es kam irgendwie da hinten aus der Ecke. Hallo. Ich spiele noch keine Klavier. Steht aber vor meiner Türe einer. Wer ist da? Bitte öffne die Tür, ich brauche Hilfe. Was willst du? Wenn ich brauche Hilfe, bitte öffne die Tür. Öffnen wir die Tür? Okay. Ich hätte mir eigentlich denken können, aber nee, ich wollte ja gucken. Okay, das war nicht richtig. Wir haben es weiter geschafft. Das war nicht richtig. Okay, wir probieren es nochmal. Der nächste, der klopft, darf ich nicht aufmachen. Am besten verstecke ich mich dann im Schrank. So. Jetzt hat einer Fotos gemacht. Geht auch nicht raus. Ich fühle mich zu unsicher. Kann ich auch mal was von den Tabletten nehmen? Okay, kann ich nicht. Keine mehr da. Jetzt klopft jemand. Das heißt, ich verstecke mich im Schrank und bin mal ganz kurz still. Hallo. Ist das für die Nachbarn, die mich dann hören? Schlaf jetzt einfach. So sagt eine Hello. Ja, nee, gute Nacht. Ich musste ja antworten an der Tür. Hallo. Wer da? Bitte öffnet die Tür, ich brauche Hilfe. Was willst du? Öffne die Tür. Nichts tun. Kann ich hier irgendwas tun? Okay.
weiß, dass du da drin bist. Jetzt verstecken. Klopft einfach weiter, oder? Was ist, wenn ich die Tür nicht aufmache? Ich will die Tür nicht aufmachen. Bitte geh, ich werde die Polizei rufen. Tables have turned. Hat er uns jetzt geholfen oder wollte er uns K.O. schlagen? Bis heute finde ich es komisch, dass der Manager die Polizei nicht verständigen wollte, weil dies dem Ruf des Motels schaden würde. Ich glaube, dass die Stadt zu einer Kult Drogen oder sowas Schlimmes gehört. Ja, kann gut sein. Wir haben den Drogenkaffee ihm geklaut. Der war für jemand anderen gedacht. Okay, nach einer Weile ist Tommy auch aufgetaucht. Er hat so geflogen. Okay, unser Auto wird abgeschleppt. Hey! Okay. Survivor, yay! Wir haben überlebt. Wie schön, du hast doch geschafft, aber echt. Immerhin hat er uns geholfen, der Manager am Ende doch noch. Das Mindeste. Mir hofft man lieber unsere Gäste, anstatt zur Polizei zu gehen. Ich weiß nicht auch nicht, ob das so eine gute Politik ist, um Geschäft zu führen.